Das Arztgespräch im April 2009 befasst sich mit dem Einfluss der Ernährung auf Krebserkrankungen. Stefan Lagler vom Bürgerservice Feldkirch kann im Panoramasaal rund 230 interessierte Besucherinnen und Besucher begrüßen. Am Rednerpult Professor Dr. Gebhard Mattis, Facharzt mit internistischer Praxis in Rankweil. Er referiert in Kooperation mit der österreichischen Krebshilfe Vorarlberg zum Thema »Kann Ernährung Krebs verhindern?« Und die Antwort ist gar nicht so einfach. Es gibt verschiedene Einflüsse auf die Entstehung von Krebs. Und jedes Jahr lernen wir neu dazu, dass verschiedene Faktoren unterschiedlich wirksam sind. Es besteht eine gewisse genetische Veranlagung. Es gibt manche Krebsformen, die regelmäßig fast vererbt werden, andere, die gehäuft in Familien auftreten, immer wieder. Haben die Eltern, Großeltern Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs gehabt? Das ist also ganz wichtig, eine gewisse genetische Veranlagung besteht. Dann sind es natürlich Umweltfaktoren, dann die Ernährungsfaktoren. Es spielen also mehrere Faktoren zusammen, wobei, wenn viele zugleich zutreffen, dann ist das Risiko entsprechend höher. Was ich Ihnen hier bringe, was begünstigt Krebs und was schützt vor Krebs, ist nicht aus einem Büchlein heraus oder gar aus meiner eigenen Erfahrung, die ich diesbezüglich nicht sehr hoch anmessen möchte, weil eine Einzelerfahrung in solchen Fragen praktisch keine Rolle spielt, sondern ist das Ergebnis einer riesigen Untersuchung. Der Studie des World Cancer Research Fund aus dem Jahre 2007 zur Frage, was begünstigt Krebs, was schützt vor Krebs, gibt es drei ganz wesentliche Risikofaktoren im Zusammenhang von Ernährung und Krebs. Das erste ist zu viel Fett in der Nahrung, vor allem zu viel tierisches Fett. Das sind dann diese sogenannten Omega-6-Fettsäuren, die vermehrten Gallensäuren, die da anfallen. Schutz dagegen sind pflanzliche Fette, Olivenöl und Fischöl, Stichwort Omega-3-Fettsäuren. Mit der bekannten Kreta-Diät ist der Risikofaktor zu viel Fett minimiert und schützt nicht nur vor Krebs, sondern auch vor Herz- und Kreislauferkrankungen. Kreta-Diät gilt als Synonym für ausgewogene mediterrane Kost. Bei der Kreta-Diät steht in erster Linie dahinter pflanzliches Fett aus Olivenöl, gesunde Fettsäuren und wenig tierisches Fett und auch ausreichend Gemüse. Aber noch einmal zu den Risikofaktoren zurück. Wir essen hier zu viel Fleisch und vor allem zu viel rotes Fleisch und auch die Art der Zubereitung spielt eine gewisse Rolle. Natürlich soll es eine Grillpartie geben, aber wenn man zu häufig grillt und Fett brät, dann wird das Fleisch zusätzlich noch so zubereitet, dass es gefährlicher wird und dieses Fleisch wird zu Ammoniak abgebaut. Neben dem Risikofaktor 2, zu viel Protein, also Fleisch, ist auch übermäßiger Genuss von Alkohol als Risikofaktor einzustufen. Dabei gilt die Regel, durch den Konsum von 10 bis 40 Gramm Alkohol pro Tag sind keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen zu erwarten. Beispielsweise sind in der Kreta-Diät jeweils ein Glas Rotwein pro Tag erlaubt. Das sind also die drei ganz wesentlichen übergeordneten Risikofaktoren, die die Entstehung von Krebs begünstigen. Andere Frage, was schützt vor Krebs? Können wir uns mit der Ernährung auch vor Krebs schützen? Und da gibt es in der Tat sehr interessante Schutzfaktoren, die eigentlich in ihrer Wirkung schon lange bekannt sind. In unserem Englischunterricht haben wir gelernt, an apple a day keeps the doctor away. Also, es geht um die Ballaststoffe und um die komplexen Kohlenhydrate. Die löslichen Ballaststoffe führen dazu, dass wir ausreichend Bakterien im Darm haben. Und diese Bakterien brauchen wir für die Verdauung. Die nicht löslichen Ballaststoffe quellen an und saugen Wasser auf und mit dem Wasser wird der Stuhl weicher und leichter abgesetzt. Es ist also
durch die Ernährung selbst, aber nicht nur die Ernährung selbst, eine gewisse Stuhlkultur erforderlich. Das heißt, man muss sich auch Zeit nehmen für das Örtchen. Wir wollen die Schutzfaktoren ein bisschen vertiefen. Neben den Ballaststoffen und den komplexen Kohlenhydraten sind es Vitamine und die sekundären Pflanzenstoffe. Viele Obstsorten haben eben diese kostbaren Substanzen, diese sekundären Ernährungsstoffe, und die schützen bei etlichen Krebsformen doch beträchtlich. Vorbeugende Wirkung von Obst, also bei unterschiedlichen Krebsarten. Obst nimmt damit in der Krebsvorsorge einen besonderen Stellenwert ein. Auch verschiedenen Gemüsesorten wird eine Senkung des Krebsrisikos zugesprochen. Sekundäre Pflanzenstoffe sind für die Pflanze lebenswichtige Substanzen, die auch in der Krebsvorbeugung für den Menschen eine Rolle spielen. Jedoch der Einnahme solcher Substanzen in Tablettenform, sogenannte Nahrungsergänzungsmittel, misst Dr. Mattis eine geringe Bedeutung zu. Ein Mensch, der an sich gesund ist und sich einigermaßen gesund ernährt, wie besprochen, braucht keine Nahrungsergänzungsmittel. Ein anderer Faktor ist das Übergewicht. Und da bringe ich Ihnen jetzt ein paar ganz neue Zahlen, die ich vom Dr. Diem am vergangenen Montag bekommen habe. An sich könnte man meinen, dass wir uns angesichts unserer Möglichkeiten, die wir haben, gesund ernähren würden. Ja, leider ist es so, dass Übergewicht auch einen gewissen Faktor darstellt, der Krebs begünstigt. Das gilt für den Brustkrebs und gilt auch für den Darmkrebs, vor allem wenn man sehr rasch zugenommen hat. Es ist nicht der entscheidende Faktor, aber es ist ein Mitverursacher. Täglich 30 Minuten Bewegung. Man muss nicht unbedingt joggen. Ja? Zügiges Gehen reicht. Wenn man sehr zügig geht, dann reicht dreimal in der Woche. Es kann auch sein, dass man beruflich in Bewegung ist, nur heute, wo sehr viele sitzende Tätigkeiten ausüben, ist es gut, dies mit einer gezielten Bewegung auszugleichen. Bei Darmkrebs ist neben richtiger Ernährung die Vorsorgeuntersuchung eine wesentliche Vorbeugung. Bei der Darmspiegelung werden Darmgewächse, sogenannte Polypen, die bösartig werden können, entfernt. Was kann man tun jetzt konkret beim Brustkrebs? Der Brustkrebsrisiko ist erhöht durch vermehrten Alkoholkonsum. Jetzt haben wir wieder das Körperfett, das Bauchfett. Und eine gewisse Rolle spielt auch die Körpergröße, aber nicht so stark. Und rasche Gewichtszunahme bei Bauchfett. Gesenkt wird das Brustkrebsrisiko durch Stillen, wenig Körperfett, körperliche Aktivität, wieder die halbe Stunde pro Tag, Calcium höchstwahrscheinlich und wieder das gute alte Obst. Beim Prostatakrebs ist zu viel Calcium nicht gut, zu viel Fleisch nicht gut, zu viel Milch und Milchprodukte sind nicht gut. Und jetzt sehen Sie die Schwierigkeiten. Da soll ich eine Menge Calcium nehmen, damit ich keinen Darmkrebs kriege und dann halt kriege ich dafür einen Prostatakrebs. Ja? Ich schütze das eine und löse das andere aus. Also das kann es auch nicht sein. Also muss es eine ausgewogene Ernährung sein. Ja, nicht von etwas zu viel. Es gibt also keine spezielle Krebsdiät, weder zur Vorbeugung noch zur Heilung. Die Top 6 Nahrungsmittel gegen Krebs sind Brokkoli, Tomaten, Soja, Zitronen, Zwiebeln, Karotten. Es gibt eine gesunde, ausgewogene Kost, die gewissermaßen auch vor Krebs schützt, wie auch vor Arterienverkalkung und anderen Abnutzungserscheinungen. Aber es gibt keine spezielle Diät, die Krebs verhindert oder gar heilt. Am Ende des Vortrags ergibt sich für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, individuelle Fragen an den Referenten zu stellen. Das Arztgespräch vom Mai befasst sich ebenfalls mit der Onkologie. Oberarzt Dr. Alois Lang spricht über die medikamentöse Behandlung bei Krebs. Mittwoch, 6. Mai, 19.30 Uhr im Panoramasaal des Landeskrankenhauses Feldkirch.